Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Wir haben es Ja, geschafft. hoffentlich habt ihr mit einer Hand abzählen können, wie lange der Zeitraum zwischen dem letzten Video war. Wenn, dann Wenn liegt es an dir. ja, okay, ich werde mich beeilen im Schneiden. Also wenn, dann ist er schuld. Er, genau, macht die ganze Postproduktion, was eigentlich der Löwenanteil der Arbeit ist. Aber naja, ich mache mir einen lauen Lenz. Aber ihr dürft dieses Video jetzt genießen, denn heute geht es mal, oh Überraschung, wieder um was Digital-Analoges. Viel Spaß. Wie wir analoge Bilder digital kriegen, darüber berichten ja wahnsinnig viele Quellen, haben wir auch schon das ein oder andere Video gemacht. Heute soll es aber genau um den umgekehrten Prozess gehen. Wir haben wunderschöne Bilder digital gemacht und wollten die auf schönem Fotopapier haben. Das können wir natürlich hergehen und können das in irgendwelchen Laboren machen lassen mit einer Laserbelichtungsmaschine. Da gibt es sehr, sehr tolle und aber auch nicht gerade preiswerte Angebote. Oder wir können das zu Hause machen. Dazu brauchen wir zwei Geräte. Und da hatten wir schon ein Gerät seit langer, langer Zeit im Keller. Wir wollten das auch vielleicht schon mal loswerden. Es Nur weil wir nicht wussten, was wir da für einen Schatz liegen haben. Genau, weil es ist nämlich sehr groß. Es handelt sich um unsere Repro-Kamera, die wir aus unserem alten Labor mitgenommen haben. Genau, die wurde eigentlich benutzt, um Klischees für die Druckerei herzustellen. Also im Endeffekt wurden Vorlagen unten drunter platziert. Diese Vorlagen wurden dann mit Auflicht oder auch Durchlicht theoretisch möglich auf einen technischen Film oben projiziert. Der wurde dann entwickelt, also es waren dann auch irgendwelche LIT-Filme oder sowas. Die dann wiederum wurden entweder, glaube ich, für Offset-Platten oder in unserem Fall waren es dann Nyloprint-Platten. Das sind so Kunststoffplatten, die dann mit UV aushärten und danach dann quasi die weichen Bestandteile wieder ausgewaschen wurden, belichtet. Dann hast du im Endeffekt halt ein Druckklischee gehabt, was du ganz einfach mit einer Druckmaschine nutzen konntest. Also, das heißt, die Dinger gibt es. Ausrangiert in irgendwelchen Verlagshäusern, gibt es in irgendwelchen alten Fotolaboren, um halt Duplikate herzustellen und. Sie gibt es selten, aber wenn, dann gibt es sie ja meistens eher günstig bzw. kostenlos. Ja, richtig. Wir hatten es auch angeboten, aber kein Mensch wollte das Ding. Aber wir haben ja schon mal von einem Bildschirm Fotos abfotografiert analog. Und jetzt Ja. kommt ja quasi der analoge weitere Schritt. Wir können ja einfach auf einem, also die Repro-Kamera würde ja sonst auf so einen Negativfilm projizieren. Wir haben gedacht, wir nehmen halt einfach ein Fotopapier und belichten das direkt mit der Kamera. Genau, jetzt müssen wir natürlich, damit wir nicht ein negatives Bild kriegen, das Bild vorher schon invertieren. Also das heißt, das digitale Bild wird invertiert und gespiegelt, unter der Kamera platziert, oben drauf kommt ein Fotopapier und fertig im Endeffekt. Also einfacher kann man es nicht machen, die Entwicklung läuft wie immer. Und das Schöne ist, der ganz große Vorteil, den wir haben kein Problem mit Staub. Der ist natürlich bekanntermaßen ja auf Negativen gerne mal drauf und wird dann um ein Vielfaches vergrößert. Wir haben außerdem kein Problem, eine Gradation auszusuchen, denn Das wir haben wir arbeiten immer mit derselben. Also wir haben jetzt mit der Dreier gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einer Zweier vielleicht noch ein bisschen sanftere Ergebnisse hinbekommen hätten. Aber ich muss sagen, im Wesentlichen war ich mit der Dreier eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also die Bilder hatten alle Zeichnungen, die ich ihnen abverlangen wollte.
Natürlich war es so ein bisschen improvisiert alles, vor allem der Verschluss. Wir hatten ja, die Kamerad hatte keinen eingebauten Verschluss. Wir haben einfach mit einer Pappe das zugehalten und dann gestoppt, dann die Pappe weggenommen. Und nach so einer halben Minute bis einer Minute, je nachdem, wie groß dann der Abzug sein sollte, haben wir dann einfach das Display vom iPad ausgeschaltet und das Licht war weg. Genau. Das bremst natürlich den Workflow ganz ungemein, dass man da so 30 Sekunden belichten muss. Deswegen wäre natürlich, wir haben jetzt ein iPad Mini benutzt, ein größerer Bildschirm, also ein iPad Pro, wie du es zum Beispiel hast, deutlich besser vielleicht geeignet gewesen. Man kann dann auch noch natürlich größere Formate machen, denn größer als das Display sollte man nicht gehen. Bei der 1 zu 1 Übertragung konnte man die einzelnen Pickel wollte ich schon Pickel sagen, und Pixel. noch mit dem bloßen Auge erkennen. Wenn man dann etwas kleiner geworden ist vom Formfaktor, dann hat man wirklich gestochen scharfe Bilder gehabt. Da habe ich keinen Unterschied mehr gekannt, ob das jetzt ein analog abgezogenes oder ein digital abgezogenes Bild ist. Und genauso einfach war es ja auch, das dann weiter zu verarbeiten. Einfach unsere PE-Straße ist es durchlaufen. Und dann hatten wir sehr, sehr schnell sehr große, schöne Abzüge von unseren digitalen Bildern und das auch noch recht günstig. Also. Absolut. Also das Schöne finde ich ist, dass man da auch Handybildern eine gewisse Qualität noch geben kann. Es ist wirklich, wie gesagt, es Invertieren und Spiegeln ist so ein kleiner Aufwand, den man sich im Vorhinein wiederum machen muss. Dafür spart man sich im Nachhinein so Sachen wie abwedeln oder gucken, dass das negativ sauber ist. Du schaust halt einmal, dass dein iPad-Bildschirm sauber ist und dass das Glas da oben, wo du das Papier drauflegst, sauber ist. Ja. Aber du hast im Endeffekt echt keine Probleme. Und dann kannst du halt vor allem das gleiche Motiv echt zack, zack, oft duplizieren. Also, das war echt, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Abzüge, ich glaube 8 Abzüge innerhalb von einer. Also, wir haben sehr viel Zeit, glaube ich, eingeplant, das mal zu machen, aber es ging sofort richtig Ja, gut aus, ja. eigentlich. Wir hatten einfach viel Glück bei dieser Idee. Sie funktioniert, probiert es aus, wenn ihr in irgendeiner Weise an so eine schöne alte Repro-Kamera kommt. Ihr macht da auf jeden Fall nichts verkehrt. Vielleicht schafft ihr es ja sogar noch vor Weihnachten eine zu bekommen, dann habt ihr was für die Feiertage. Wenn nicht, Dann habt auf jeden Fall schöne Feiertage. Fotografiert viel, viel. Ich bin in letzter Zeit wenig dazu gekommen, aber es ist immer wieder schön. tschüss, bis nächstes Jahr.